Hi, ich bin Karina. Willkommen in der Gründel-Strickschule. Jetzt zeige ich euch, wie man kraus rechts in Reihen strickt und dabei einen Knötchenrand bildet. Und zwar habe ich euch hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Kraus rechts bedeutet, wenn man auf der Hinreihe und auf der Rückreihe immer rechte Maschen strickt. Und dadurch ergibt sich eben dieses Muster. Und wenn wir uns mal so das ein bisschen auseinanderstretchen, dann sieht man hier zwischen sozusagen einmal die rechte Masche, die wir auf der Hinreihe gestrickt haben. Und die Bobbles ergeben sich durch die rechte Masche auf der Rückreihe, die jetzt hier auf der Vorderseite aussehen wie linke Maschen. Und das ergibt sich einfach automatisch, indem ich nur rechte Maschen stricke. Das heißt, wenn man selbst als Beginner einfach nur rechte Maschen kann, kann man dadurch schon ein super tolles Muster kreieren. Und das zeige ich euch einmal, wie das Ganze geht, um dabei auch noch diesen Knötchenrand zu bilden. Und den Knötchenrand, der ist sozusagen wie so eine Fortsetzung aus diesem Muster, weil er hier am Rand einfach diese kleinen Bobbles auch nochmal ergibt, die so aussehen wie so kleine Knötchen, die super schön sind, eben einfach zum Beispiel als Rand für einen Schal oder aber auch als Rand, um das dann im weiteren Verlauf zum Beispiel zu vernähen, weil man dann ganz genau eben hier weiß, wo man mit der Nadel einstechen muss, um sein Strickstück zu vernähen. So, das heißt, wir starten mit der ersten Masche vom Knötchenrand und stricken diese rechts ab. So, und dann kann man auch hier ein bisschen mit der linken Hand, mit dem Zeigefinger die Fadenspannung ein bisschen aufrecht halten und ein bisschen nachziehen, damit der Rand schön nicht zu locker, auch nicht zu eng ist und eine gute Spannung hat. Da werdet ihr einfach ein bisschen Übung brauchen, um das einfach rauszufinden. Aber das klappt ja schon. Und dann strickt ihr weiter in rechten Maschen ab. Und ich kann euch zeigen, in rechten Maschen ergibt sich jetzt hier direkt unter der Nadel diese kleinen Vs. Und auf der Rückseite, direkt unter der Nadel, habe ich eben diese Bobble. Und so ergibt sich das hin und her in diesem Kraus-Rechts-Muster. Und ich stricke euch das einmal nochmal zu Ende. So, und wir nähern uns der letzten Masche, um diesen Knötchenrand zu bilden. Und diese wird auch wieder rechts abgestrickt. Ihr seht, wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe, habe ich genau unter der Masche hier einmal meine rechts abgestrickte Masche und auf der Rückseite habe ich eben genau diese Bobble von der Rückseite meiner rechten Masche, also eine linke Masche. Und wie man das Ganze jetzt zählt, zeige ich euch auch noch einmal. Da hilft es immer, finde ich, wenn man nochmal sich so eine kleine Nadel dazu zur Hilfe nimmt oder natürlich auch einen Bleistift oder ähnliches. Insbesondere in Reihen ist das ein bisschen anders hier bei dem Kraus rechts. Und zwar sind sozusagen, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht, sieht man wirklich, dass das so einzelne Rippen sind. Hier diese oder diese. Und diese Rippe sind letztendlich zwei Reihen. Und wenn ihr das zählen wollt, dann beginnt ihr einfach mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und so weiter. Und die Maschen in die Breite, da könnt ihr euch dann entweder aussuchen, ob ihr eben diesen oberen Schirmchen hier nimmt oder diesen unteren Halbkreis, dieses Smiley. Und dann zählt ihr einfach hier unten die Smileys. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich habe euch jetzt einmal hier den Knötchenrand gezeigt, sozusagen als festen Knötchenrand. Das heißt, dass die erste und die letzte Masche gestrickt wird. Es gibt auch einen ein bisschen lockeren Knötchenrand und dabei wird die erste Masche nur abgehoben. Und das ist einfach so ein bisschen Geschmackssache natürlich auch und was man danach damit machen möchte. Gerade der feste Knötchenrand eignet sich sehr gut, um danach zum Beispiel noch daraus Maschen aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in das Kraus rechts und wie man durch einfaches Stricken von rechten Maschen wirklich so einen tollen Effekt bekommt und ihr seht, dass es wirklich auf beiden Seiten identisch ist und deswegen eignet sich das klasse für einen Schal oder auch eine Jacke, wo man vielleicht mal die Innenseite sieht. Also mit allein einer rechten Masche kann man ein super tolles Muster kriegen und viel Spaß beim Kraus-Rechts-Stricken.